Servus und herzlich willkommen zur 61. Folge von Minecraft in Lauras Welt. Diesmal bin ich mir auch wieder sicher, was die Folgennummer angeht. Ja, wir haben zuletzt, wenn ich mich recht entsinne, hier oben den ersten Stock gebaut. Daher hieß die Folge ja auch Aufstocken oder Aufstockung. Wir wollen nun in dieser Folge das Dach bauen. Ich feststelle gerade, ich habe meinen Helm irgendwie verloren und auch die restliche Rüstung ist nicht mehr so doll. Okay, also wir brauchen Schwarzeichenholz. Was wir jetzt erstmal nicht mehr brauchen werden, ist Glas. Ich würde es aber nicht abschreiben. Das werden wir wahrscheinlich nochmal irgendwann benötigen. Auch die Steinziegel können wir, glaube ich, wegräumen. Den Bruchstein auch. Die Erde tun wir mal zur Erde. Wollte ich eigentlich beschriften, die Kiste habe ich irgendwie immer noch nicht gemacht. Naja. So, das ist so Monsterkram. Der kommt dann auch zum Monsterkram. Die Äxte werde ich eventuell tatsächlich benötigen. Weil wahrscheinlich vertue ich mich irgendwo. Ich glaube, das Eichenholz können wir jetzt mal weglassen. Und eigentlich brauche ich jetzt auch das Birkenholz erstmal nicht. Ja, ich muss mir gleich wieder angewöhnen, ein bisschen lauter zu sprechen. Ich mache es auch hiermit wieder. Ich muss zugeben, das fällt mir relativ schwer. Ich bin im normalen Leben ein verhältnismäßig leiser Mensch. Na gut, Erde hätte ich doch mitnehmen sollen. Denn dieses ewige Gebrülle liegt mir jetzt nun so gar nicht. Achso, und dann machen wir jetzt erstmal Folgendes. Jetzt machen wir erstmal hier draus Treppenstufen. Nehmen wir mal 32 Stück als Basis. Dann haben wir immerhin zwei solche Teile. Das wird nicht reichen, das ist mir auch bewusst. Aber ich möchte mich da jetzt langsam hintasten. Ich will es also nicht übertreiben. Ups. Ja, das wird dann lustig. So. Inzwischen dürften auch alle überlappenden Holzbalken da sein. Ich habe da drüben nochmal einen schnell korrigiert gehabt, bevor wir das Video gestartet haben. Jetzt schauen wir mal, dass wir das hier relativ schnell und unfallfrei über die Bühne kriegen. Das sollte eigentlich nicht allzu kompliziert sein. Genau. So, das wäre der erste Streich. Und der zweite folgt sogleich. Das ist noch so eine spannende Frage. Lasse ich das Dach eigentlich irgendwie um eins überlappen oder wie mache ich das dann da am dümmsten? Ich habe schon ewig keine Dächer mit Treppenstufen mehr gebaut, gerade weil ich die Variante eben wegen der Dachkante nicht so schätze. Das ist für mich tatsächlich ein größeres Problem jetzt, das irgendwie hinzukriegen. Ich bin mir relativ sicher, das kriegen wir hin. Aber ich muss halt drüber nachdenken, wie ich das denn am dümmsten gestalten will. Denn natürlich wäre es sinnvoll, wenn das Dach ein Feld hinausragen würde. Aber irgendwie, wenn ich das hier auf den Balken setze, sieht das blöd aus. Jetzt könnte ich natürlich einfach hier auf den Äußersten verzichten und das Dach hier hochziehen. Dicht wäre es trotzdem. Das müsste ich aber dann da hinten auch machen. Und ich fürchte, ich komme dann jetzt auch schon um eine Erdekonstruktion gar nicht so drum rum. Und was ich halt auch nicht so ohne weiteres machen kann, ist jetzt zum Beispiel hier noch was hinzusetzen. Weil man kann leider Gottes keine halben... Also, ich würde ganz gerne eigentlich so ein Viertelblock als Bauobjekt haben. Ja, so ein Viertelblock, mit dem könnte man richtig gut was anfangen. Weil da könnte ich hier so eine Art Regenrinne oder was nochmal ziehen. Also quasi einen Step nochmal runtergehen. Und das wird dem ganzen Dach ein bisschen Struktur verleihen. Wenn ich jetzt hier eine Stufe hinsetze, auch deswegen habe ich jetzt nochmal Holz in der Hinterhand behalten. Wenn ich hier jetzt eine Stufe hinsetze, dann ist die halt flacher wie der Rest vom Dach. Ja, unter anderem deswegen baue ich prinzipiell ungern mit Treppendächer. Aber wir haben uns vorgenommen, wir machen das heute mal so. Also machen wir das heute mal so. Dadurch wirkt es wesentlich steiler. Das war nebenbei falsch. Das sind wir ja... Nee, das war noch richtig. Passte sogar.
Wenn ich jetzt so mache, dann verbindet er das. Genau. So, der erste Stack wäre schon verbraucht. Das geht schnell. Den sollten wir vielleicht auch noch reinsetzen. So. Die Erde können wir ja dann hinterher problemlos wieder wegschlagen. Also Erde ist als Baumaterial, muss ich sagen, wahnsinnig nützlich, gerade weil sie so leicht zu entfernen ist. Im Gegensatz zu Kies und Sand, die sind noch leichter zu entfernen, unterliegt sie halt eben nicht der Schwerkraft. Was zwar prinzipiell von der Logik her Blödsinn ist, aber meine Güte, es ist eben nur ein Spiel. Und mehr will es ja auch gar nicht sein. Okay, das so funktioniert das nicht. Mal gucken, wie wir das hinkriegen. Ah, okay. Es ist ja immer die spannende Frage, an welchen Spot des Blocks muss ich eigentlich das Fadenkreuz setzen, um einen bestimmten Effekt zu erzielen. Das ist also gerade bei den Treppen ist das interessant. Weil ich auf die Art und Weise zum Beispiel auch so, ja, geriffelte Mauerstücke bauen kann. Ihr werdet euch vielleicht erinnern, die Mauer in Biddeford. Also die, sowohl die Stadtmauer als auch die Mauer rund um das Schloss. Die hat so eine geriffelte, so einen geriffelten Überhang als Spinnenabwehr auch. Und es ist immer eine Frage, wie ich das sowohl vom Winkel her als auch von Punkt, auf den ich klicke, weil wenn ich jetzt hier so gerade hingehe und das so mache, dann baut er mir diesen hier. Das heißt, der Winkel muss ein bisschen flacher sein und dann weiß er, dass ich quasi treppenmäßig weiterbauen will, ohne da einen Untergrund setzen zu wollen. Hier will ich das jetzt mal. Und auf die Art und Weise kriegen wir halt hier ein schönes Dach zusammen. Hoffe ich. Wir sind sowieso gleich out of Treppenstufen, fürchte ich. Ich muss dann eh gucken. Also wenn ich das richtig sehe, sind wir hier sogar dann schon fertig. Das Dach in der Mitte wird natürlich, also das große Dach wird ein bisschen größer. Aha. Aber das andere hier, das müsste eigentlich... Ja, bauen wir halt gleich neues Zeug. Das heißt, wir wandeln jetzt sofort das hier ebenfalls um und machen auch hier nochmal das gleiche Spiel. Genau, dann haben wir jetzt hier gleich wieder genügend von dem Kram und da brauche ich jetzt nicht mehr hochzusteigen, dann steigen wir halt da auf. Bauen wir uns da einfach noch so ein Ding hin. Ist ja jetzt auch egal. Ah ja, okay, das ist dann so besonders simpel. So, jetzt wiederum nicht mehr. Denn jetzt öffnet sich das Ganze hier wieder. Und jetzt muss ich dann auch gucken, dass ich das Dach an der Stelle schön hinkriege. Ich hatte mir ursprünglich überlegt, ob man das nicht so ein bisschen so gestaltet, dass man das in der Mitte, dass das so leicht eingesunken wirkt. Mir ist dann aber, also so mit Stufen könnte man das machen, statt hier mit Treppen. Mir ist dann aber aufgegangen, dass das dahingehend irgendwie ein Nachteil wäre. Wenn ich das probiere, kriege ich irgendwie immer eine ziemlich böse Asymmetrie rein und ich werde es nicht bündig schließen können. Das sieht vermutlich eher blöd aus, wenn ich das versuche. Von daher würde ich das persönlich ganz gerne einfach mal sein lassen. So, jetzt lassen wir das hier allerdings gerade enden. Das stellt mich jetzt schon wieder vor eine Herausforderung, denn man könnte natürlich das Dach hier jetzt auch gerade so rausziehen. Das müssen wir uns gleich von der anderen Seite her dann nochmal anschauen. Ich hege den Verdacht, dass das nicht so gut ist, wie das, was ich mir eigentlich vorstelle. Aber gut, dafür baut man es ja in Minecraft. Weil man dadurch auch so ein bisschen, für meine Begriffe, ja, so einen Sinn für Formen kriegt. Auch deswegen mag ich dieses Game einfach. Es wird natürlich ein sehr hohes Dach. Ich werde es von innen auch nochmal mit Treppenstufen verzieren. So, genau. Und da wird dann eben einer übrig bleiben.
Den könnte man dann eben nutzen, um daraus entsprechend was zu machen. Oder aber wir lassen ihn flach. Oder wir könnten so Wikingerhörner draufsetzen. Das wäre natürlich auch noch eine Option. Das ist halt eine relativ billige und simple Methode, um ein Dach ein bisschen zu verzieren. Also um ihm ein bisschen mehr Form zu geben. Wirklich dahinter stecken tut da nichts. Ich benutze die Methodik manchmal ganz gerne. Bei der Angelhütte da drüben zum Beispiel habe ich das gemacht. Hier bei keinem, meine ich. Also bei keinem Dach, das wir von hier aus sehen können. So, das wäre verbraucht. So, das Schöne ist, wir können das Dach ja von innen auch mit Birkenholz dann verkleiden, sodass das von innen schön hell wirkt, obwohl es das gar nicht ist. Na, das wäre doch mal ein netter Trick. So, größter Nachteil ist, wir können jetzt hier keine Fackeln auf dem Dach positionieren. Das wird nicht möglich sein, weil hier haben wir keinerlei Ankerpunkt. Apropos Ankerpunkt, sag mal. Spinnst du? Ja, ich gebe zu, ich mag irgendwie Wortspiele. Mochte ich schon immer, hat sich noch nie geändert gehabt. Ups. So, aber dann zumindest hier auf dem Dach sollte sich dann eigentlich nichts mehr bewegen. Dann können wir da einen draufsetzen. Gleiche machen wir hier hinten nicht. Dann setzen wir halt hier jeweils zwei drauf. Das habe ich hier anders gelöst. Genau, okay. So, damit wäre das Problem jetzt erstmal fertig. Jetzt ist halt eben die spannende Frage. Man könnte das ja so hier hineinwandern lassen. Aber ich könnte ja hergehen und könnte quasi das Dach hier noch rausgehen lassen. Ich müsste den da entfernen. Natürlich die Folgeknaben. So, der bleibt, weil er verbessert werden muss. Auch hier würde ich jetzt... Ups, achso. Falscher Block. Also ich müsste das jetzt hier so rausverlängern. Das kann man ja nach oben hin gleich so weitermachen. Ja, verreck nur. Genau, und ich müsste ja... Nee. Hier so einen hinsetzen. Der würde sogar stimmen. Der kommt natürlich weg. So, und dann müsste der hierher. Der müsste verlängert werden. Der müsste verlängert werden. So, jetzt sind wir fast auf der Höhe von dem Teil, aber da wir ja hier die oberste Instanz dann freilassen würden, na mal sehen. Jetzt bin ich doch neugierig, wie das Dach dann so aussehen würde. Ja, dann komm halt her, Viech. Kommt die eigentlich her? Ach, die wird dadurch eingedrungen sein. Ach, sowas Blödes. Naja, was soll's. So. Also. Wir mal da hoch. Genau, das Ding würde ja quasi hier so reinwachsen. Das heißt, der hier hat sich schon angepasst. Das heißt, dieses Ding wäre ja quasi die nächste Ebene in der anderen Richtung. So, jetzt
Jetzt brauche ich noch mal etwas Stützerde. Genau. Dann käme der dahin. Das hier ist ja jetzt wieder ein niedriger. Der bleibt. Aber der käme noch. Also so würde sich das... Oder? Nee, Quatsch. Okay. So, Augenblick. Der hier wäre jetzt da. Genau. Und dieses Ding müsste theoretisch so rum noch zumachen. Das kann man auch erzeugen. So. Der macht da noch zu, der macht da noch zu. Und auf der Seite hier müssen wir jetzt das ganze Spielchen auch drehen. Weil, also die hier, die bleiben ja sozusagen. Ja, und dann könnte man das hier tatsächlich sogar eins drüber ragen lassen. Der halt hier mal den Balken mit und der Balken ist dann letztlich das überragende Element. So. Okay, jetzt können wir hier wieder auf die da setzen. Genau. So. Da muss natürlich auch einer hin. Ehrlich gesagt, keine allzu große Lust, da runter zu fallen. Da unten ist mir dann doch ein Ticken zu lebendig irgendwie. So, genau. Dann sieht das Dach auf der Seite richtig gut aus. Und wenn das mit dem Überragen so geht, dann habe ich hier dafür ein Unterragen. Das ist eigentlich eine ganz nette Lösung. Und dadurch kriegt der Flügel hier auch so ein bisschen den Eindruck eines echten Flügels. Das ist eigentlich gar nicht schlecht. Ist eine Lösung. Sag mal, nimmst du mir da gerade meine Landschaft auseinander? Shit. So. Da können wir kein Fenster einbauen. Hier ginge es aber. Es müsste allerdings nach unten hin zu sein. Weswegen wir das anders dann einbauen. Das kommt dann. Machen wir hier zu und da oben kommt dann ein Fenster rein. Nicht gut. Hat der schon wieder vergessen, dass der sauer auf mich ist? Ja, ich glaube, der hat es vergessen. So. Ja, ich halte es da ganz frei mit Britney Spears. Die hat einmal den schönen Satz gesagt, ich bin für die Todesstrafe. So kann der Täter wenigstens aus seinen Taten was lernen und macht es danach nie wieder. Oder hat seine Lektion dann fürs nächste Mal gelernt. Das ist ziemlich genau die Art von intelligentem Kommentar zu dem Thema. So, auf die der Menschheit, auf die Menschheit noch so gewartet hat. So, jetzt machen wir hier den ersten zu und den zweiten. Dann machen wir da nochmal eine stabile Konstruktion. Dann könnten wir jetzt hier ein riesenhaftes Dachfenster einziehen. Wow, wird das groß. Ich glaube, dann machen wir hier nochmal jeweils einen dicht. Dann haben wir hier ein 3x3 Fenster. Das sollte dann eigentlich auch genügen. So, das gleiche Spielchen machen wir jetzt hier. Nur kommt es auch hier wieder ein bisschen anders. Ja. Ich stehe zu, das ist nicht ganz so trivial mit dem Unterhangdach, weil ich muss hier unten auf jeden Fall nochmal eine Reihe einziehen. So. Okay, wenn ich da unten nochmal eine Reihe da einziehe, dann muss ich das hier ehrlich gesagt auch tun, sonst... Sieht das nicht nur asymmetrisch, sondern ehrlich gesagt auch reichlich blöd aus.
Der hat jetzt allerdings nach oben noch eine Reihe zu. Das hätte der da nicht. Das hätte ich aber gerne, weil das sieht, glaube ich, besser aus. Also machen wir hier nochmal zu. Okay. Ich glaube, diese Dachdeckerfolge ist doch recht erfolgreich. Denn jetzt haben wir hier auf jeden Fall entsprechende Fenster. Vielleicht sollte ich noch Glas einsetzen. Zugegebenermaßen. Nicht viel brauchen. Na? Das sind halt jetzt auf der Seite nur die 2, aber naja, gut. Ist eigentlich auch kein Drama. Es kommt zumindest ein bisschen Licht noch rein. Das ist ja das eigentlich Wichtige. Und nachdem ich jetzt hier sehe, dass das Holz doch das Ganze nicht so duster macht, wie ich das ursprünglich befürchtet habe, finde ich, kann man es eigentlich auch mal so stehen lassen. Ja, jetzt muss da natürlich als nächstes hier noch eine Inneneinrichtung geschaffen werden. Das haben wir jetzt natürlich noch nicht. Das habe ich jetzt noch gar nicht in Angriff genommen, weil ich mir da ehrlich gesagt auch keine großen Gedanken drüber gemacht habe. Dafür ist allerdings wenigstens das Dach fertig. Falsch. Richtig. So, das Schwarzeichenholz, also die Bretter, die tun wir jetzt auch mal da rein. Vielleicht fällt mir ja irgendwann noch was Intelligentes ein, was ich mit dem Kram anfangen kann. Ach, sehr schön, wir haben einen Grasblock gewonnen. Das geht, wenn man nicht Behutsamkeit als Verzauberung hat, eigentlich nur so. Indem man einen Enderman umbringt, der gerade einen Grasblock abgebaut hat. Können wir versuchen rauszufinden, wo er den abgebaut hat. So, ich wollte Kies. Die 3 sollten eigentlich reichen. Ansonsten, glaube ich, behalte ich den mal. Dann tue ich mir vielleicht mit meinem neuen Kuhstall da hinten ein bisschen leichter, wenn ich da in der Mitte schon mal einen Grasblock anpflanzen kann. So, um jetzt hier die Gegend auch noch ein wenig auszuleuchten, würde ich ganz gerne Laternen an diesem Haus befestigen. Das schaffen wir heute noch leicht. Wir haben ja durchaus noch ziemlich Zeit. Auch wenn ich zugeben möchte, dass ich kein Problem damit hätte, auch mal eine Folge früher enden zu lassen als normal. Normalerweise lasse ich sie ja immer wesentlich später enden als üblich. Also ich halte diese exakte Regel von 30 Minuten so gut wie nie ein. Es ist immer ein paar Minuten drüber oder drunter. Und zwar meistens, wie ich zugeben muss, drüber. So zum Beispiel. Das geht sogar auf der Seite. Okay, das ist mir zu nah. Nee, das muss eins drüber. Hä? Wo ist er denn? Da ist er. Das muss eins drüber gebaut werden. Tut mir leid. Und wenn es eins drüber gebaut werden soll, das passt ja da nicht. Doch, das passt dahin. Okay. Nee, es passt da nicht hin. Verdammt. Okay, das ist der hässlichste Lampenhalter, den ich je konstruiert habe. Mit großem Abstand. Alter Schwede. Naja. Okay, aber es muss also unbedingt diese Höhe sein. Jetzt hatte ich mir eigentlich auch diese Holzstämme als Stelle dafür ausgesucht, ursprünglich. So. Machen wir das hier auch.
Okay. Dann können wir das gleiche Spielchen hier nochmal hinhängen. Ups. Keine Ahnung, wo dieses Ding gerade dran verankert ist. Ich dachte eigentlich, dass das Teil an einen soliden Block muss, damit das überhaupt irgendwie funktioniert. Aber wenn, wenn das nicht so ist, ist das irgendwie auch ganz mal interessant zu wissen. So, ja, für eine Lampe haben wir noch genügend Stoff. Dann hängen wir da nochmal eine dran. Erst. Genau, ich werde diesen Leuchtturm, da habe ich letzte Folge, glaube ich, schon mal ein bisschen was drüber erzählt, wollte ich ja mit Tageslichtsensor machen. Da werde ich wahrscheinlich mit Redstone-Lampen dann auch arbeiten, die also da über den Tageslichtsensor versorgt werden. Also diese Leuchtturmhütte, die soll irgendwie auf diese Insel hier, das ist ja nur so ein Inselchen da vorne, hat ja keine Verbindung zum Festland da hinten. Falls doch, verhindern wir das künftig. Und dann graben wir halt einfach einen Teil der Insel weg. Weil hier soll ja, wie gesagt, dieses Hafengelände dann hin. Ja, das ist jetzt auch so die nächste wirklich spannende Frage, mit der ich mich noch befassen muss, bevor ich euch quasi dann ins nächste Video auch wieder ja, hinauslassen darf. Denn ich muss natürlich schon noch entscheiden, ob ich jetzt als nächstes dann mich mit der Inneneinrichtung von diesem Teil hier beschäftige, was natürlich eine Option ist. Oder ob ich mich mit dem Hafen beschäftige, was ja auch nicht so ganz uninteressant wäre. Also dafür wird dann hier so ein kleiner Weg rausführen und dann geht es hier quasi zum Anlegehafen. Und da kommt dann aus ja, Holzbrettern oder aus Stufen in Wirklichkeit, kommen dann da so ein paar Stege hin. Und ja, ich werde vermutlich auch wieder mit so Falltüren arbeiten und werde also aus diesen Falltüren dann hier so Zugänge quasi gestalten. Jetzt gehen wir erstmal hier wieder rein, dass uns da nichts passieren kann, weil es wird nämlich jetzt dann gleich Nacht. So, jetzt haben wir hier tatsächlich schon wieder 8 Glowstone. Das ist sehr günstig. Ups. Haben wir schon wieder 2 gewonnen. Dafür haben wir vermutlich 5 oder 6 verloren, aber das ist halt jetzt so. Okay. Ja, dann geht jetzt quasi die Sonne unter und wir sind zwar deutlich kürzer als üblich, 2-3 Minuten. Aber wir haben dafür das Dach jetzt fertig. Das heißt, ich kann in der Tat das Gebäude als Gebäude zumindest für fertig erklären. Ich würde sagen, das sieht doch eigentlich so ganz nett aus. Ja, dann lassen wir es dabei. Ich wünsche euch soweit noch alles Gute. Servus, bis zum nächsten Mal und vielen Dank fürs Zuschauen.